Hallo Leute und herzlich willkommen zu Phasmophobia. Heute hoffentlich mit Facecam, also eigentlich läuft die Facecam jetzt, ihr seht mich ja wahrscheinlich auch. Falls ihr aber abstürzt, seht ihr mich nicht mehr, logischerweise. Ich gehe jetzt erstmal in ein Spiel, wir spielen wieder Phasmophobia, weil ich immer noch nicht genau weiß, welches Spiel ich spielen will und ja, deswegen. Und ich bin so ein Idiot, weil ich sollte das noch ausmachen. So, jetzt hört ihr mich auch über den normalen Mikrofon-Sound. Tut mir leid, ich bin immer ein bisschen am Struggeln, aber jetzt haben wir zumindest wieder eine Facecam, hoffentlich lange. Ja, ich habe nichts. Wir haben zwar wieder ein bisschen Geld. Ich nehme jetzt kurz den Job. Nehme einfach das Roadhouse. Schwierigkeit einfach fortgeschritten. Und dann machen wir weiter. Okay, Leute, wir sind jetzt im Van angekommen. Auf jeden Fall, heute die Ziele sind natürlich wieder, den Geist herauszufinden, um welchen Geist es sich handelt. Wir haben immer noch keine Räucherstäbchen, das Ziel 2 können wir schon mal vergessen. Ziel 3, Bewegungssensor haben wir leider auch nicht. Also wir können höchstens Ziel 1 und 4 schaffen. Ich bringe jetzt mal alles erstmal in den Hauptraum, also ins Wohnzimmer oder so. Und dann sehen wir, wie es weitergeht. Okay, Leute, in diesem Haus waren wir auch schon im Stream. Warte mal, wie lege ich Sachen nach? Ach so, ich habe es gerade gestern das letzte Mal aufgenommen. Ich bin jetzt schon wieder komplett verwirrt. Okay, ich hole jetzt mal noch den Rest ins Wohnzimmer, dann sehen wir, wenn ich alles drin habe. Okay, Leute, ich würde sagen, wir beginnen unsere Untersuchung mit dem EMF-Gerät und mit der... Ah ne, warte mal. Erstmal nur mit dem EMF-Gerät, so, dann sehen wir auch noch was. Und suchen jetzt mal, oder laufen jetzt mal ein bisschen im Haus herum. Vielleicht sehen wir irgendwo einen Ausschlag im Haus. Stimmt, Leute, erinnert ihr euch? Hier hinten im Badezimmer habe ich auch mit Damien und Janine haben wieder diesen einen Geist gefunden. Aber Leute, ich hatte jetzt noch gar keinen EMF-Ausschlag in diesem Haus. Das heißt, ich glaube, wir gehen als nächstes mal mit dem Schwarzlicht hier durch. Dann gucken wir mal, ob wir da vielleicht irgendwas finden. Mit dem Schwarzlicht, ja. Und ich nehme mal noch dieses Rauschgerät mit, falls wir irgendwas finden. Rauschgerät, Alter. Ey Leute, das ist doch ein schlechter Scherz. Ich habe jetzt auch mit der Taschenlampe nichts gefunden. Also mit dem Schwarzlicht. Ich versuche jetzt mal noch mit dem Geist zu sprechen. Warte mal. Kannst du mich hören? Okay, direkt nichts erkannt. Hallo? Wie heißt du? Ja, okay, also er reagiert auch nicht aufs Mikrofon. Okay, Leute, ich habe jetzt mal noch die Kamera hier hinten aufgestellt, dort, ja. Ich gucke jetzt mal, ob wir vielleicht Geisterorb sehen, dann hätten wir zumindest schon mal einen Hinweis, aber irgendwie, der Geist reagiert irgendwie auf nichts gerade. Also, ich sehe nichts. Die Geistaktivität ist aber gerade auch bei 2. Macht die jetzt irgendwas? Ja, wir müssen eigentlich nochmal rein, ich meine, wir müssen halt noch gar nichts. Könnten hier auch mal so ein bisschen Licht machen, dann ist das Ganze auch ein bisschen weniger schlimm. Oh Leute, hier liegt etwas am Boden, diese Spraydose. Ist hier kalt? Ja, hier ist kalt, okay. Wir haben den Raum gefunden, da mache ich jetzt das Buch und die Kamera mal hier hin und dann zeige ich euch Bescheid, wie ich das gemacht habe. Leute, irgendwas hat sich gerade gelockt. Ist nicht cool. Das gehört? Liegt auch eine Kerze, das ist safe ein Poltergeist, weil die schmeißen Sachen rum. Nee, warte, wir stellen die Kamera hier auf. Hier ist doch auch Tim, ne, oder Levin mal so kläglich gestorben. Oh ne, ich glaube, es geht gleich los. Oh. Oh, EMF Ausschlag. Okay, wir hatten einen Ausschlag. Ich leg das Ding mal. Alter, ist es creepy. Ich leg den EMF Reader mal dahin, dann sehen wir. Oder hören wir vielleicht über die Kamera, wenn es der ausschlägt. Dann gehen wir jetzt mal raus und gucken mal in den Van, ob wir vielleicht etwas auf der Kamera sehen können. Okay, Alter, die ist gerade auch bei 5. Okay, die Sanity geht noch voll klar eigentlich. Okay, Leute, ich habe jetzt hier noch nichts gesehen. Ich starre hier gut schon eine Weile auf dem Bildschirm. Wir tragen jetzt erstmal alles in das Buch hier ein. Da hätten wir einmal ja die das Geisterbuch. Nee, Friertemperaturen. EMF hätten wir theoretisch einen Ausschlag, deswegen mache ich jetzt mal schon rein. Ich vermute... Nee, warte mal. Kann es überhaupt noch ein Poltergeist sein? Nee, ein Gespenst. Vielleicht ist auch was falsch. Wobei, einige Friedtemperaturen sind ja obviously. Ja, ich gehe jetzt nochmal rein und suche nach ein bisschen mehr Beweisen. Meine töten sollte uns ja noch nicht. Wir haben ja noch 62% von der Sanity. Daher, ich nehme mal noch den Fotodings mit. Fotoapparat. Ich mache hier auch nochmal kurz das Wasser raus. Dann sehen wir vielleicht, ob er irgendwie das Wasser verschmutzt. Dann können wir das auch fotografieren. Oh, er hat ins Buch geschrieben. Okay. Dings habe ich jetzt immer noch nicht gefunden. Mit dem Schwarzlicht irgendwas. Im F-Reader hat er jetzt immer noch auch noch nicht so einen krassen Ausschlag. Ich verstecke mich hier kurz im Schrank, dann tragen wir das nochmal ein. Der Geist handelt einfach. Alter. Aber wir haben uns versteckt. Geisterbuch auf jeden Fall. Dämonen Yurei. Oh nee, das sind beide so scheiß Geister. Oh nee. Aber warte mal, ich lese kurz was nach. Okay, wenn er jetzt noch mit uns redet, ist es ein Dämon. Oder wenn wir ihn auf der Kamera sehen, ist es ein Yurei. Ich würde mal vermuten, es ist ein Dämon, weil wir haben noch gar keine Geisterorbs gesehen. Aber er hat zwar auch nicht mit uns geredet. Ich trage... ich trage jetzt mal
Dämonen ein und hole mir kurz dieses Sprechgerät. Falls ihr nicht mit uns spricht, gehen wir sofort in den Van und gucken, ob wir Geister-Ops sehen. Okay, seid ihr ready? Ich probiere es jetzt nochmal. Wie heißt du? Wo bist du? Wer bist du? Hallo? Okay, also scheinbar redet er wirklich nicht mit uns. Dann ist es halt scheinbar trotzdem ein U-Ray. Oh ne, irgendwas hat sich gelockt. Ich hoffe nicht die Tür vorne. Wir gehen jetzt nochmal in das Dings. In den Van und gucken, ob wir Geister-Ops sehen. Ich meine, es muss ja eigentlich nur noch... Es kann eigentlich nur noch den U-Ray sein. Aber ich will mich halt... Ich will mich versichern, you know? So unnötig. Okay, Leute, wir starren jetzt hier wieder auf dem Bildschirm. Aber irgendwie, ich erkenne halt immer noch nichts. Also kein Geister-Orb oder so. Aber geredet hat ja safe nicht mit uns. Das heißt, es muss ein U-Ray sein. Wir haben allerdings auch noch kein Foto vom Geist. Ich muss ihn eigentlich warten, bis wir ihn getriggert haben, damit ich zumindest noch ein Foto... Alter, das war auf 8. What? Okay, jetzt ist wieder auf 0. Das ist weird. Okay, Leute, ich gehe jetzt einfach nochmal rein. Geh jetzt nochmal rein, just for fun. Und hoffe, ich kann ein Foto von ihm machen, plus ich überlebe. Wäre noch so vorteilhaft, to be honest. Okay, das Wasser ist auch noch nicht so schmutzig. Okay. Wir haben auch noch keinen Knochen gefunden, merke ich gerade. Gut, vielleicht gibt es ja auch gar keinen Knochen bei diesem Geist. Oh, nee, ein Ouija-Board. Okay, warte mal. Oh, nee, ich habe keinen Bock mehr. Okay, warte mal. Jetzt können wir das... Oh, oh. Nein, das kann nicht wahr sein. Ich habe ein Foto von ihm gemacht und habe mich direkt getötet. Aber... Also, wir haben halt das Ouija-Board angemacht und dann kam er direkt, wurde richtig aggressiv. Er wollte... Er war richtig aggressiv, er wollte gar nicht, dass wir mit seinem Spielzeug spielen. Das hat er gar nicht verkraftet, Alter. Aber es war ein U-Ray, aber das Foto hat nicht mehr gezählt. Okay, schade. Aber guck mal, es gab auch nur Geisterereignisse, gab es auch nur 4. Und hat nur einmal gehandelt und da hat er mich geholt. Alles klar. Ja, aber guck mal, erkennt ihr ihn hier? Man erkennt ihn doch sogar. Hä, wieso habe ich... Wieso habe ich für die Fotos keinen Punkt bekommen? Okay, Leute, wir spielen jetzt mal noch eine Profi-Runde alleine. Und ja, ich meine, diese Runde war jetzt nicht so spektakulär. Deswegen direkt eine zweite hinterher. Ich hoffe, es gefällt euch. Lol. Ich hoffe, wir werden es vor allem besser machen als letztes Mal. Und mal überleben vor allem. Okay, Leute, ich hatte gerade einen Hustanfall, Alter. Keine Ahnung, es ist kein Corona. Ich habe mich... Oh, Digga, ich habe mich verschluckt beim Trinken hier. Und was labert der Typ eigentlich? Okay, ja. Okay, wir müssen dem Geist entkommen aus der Jagd. Wir haben keine Kerze, toll. Und wir müssen halt herausfinden, was es für ein Geist ist. Oder was für eine Art von Geist es ist. Gehen wir mal rein. Ich glaube, Leute, in diesem Haus bin ich in einer meiner ersten Folgen mit Levin damals noch gestorben in Phasmophobia. Tatsächlich. An dieses Haus mag ich mich noch gut erinnern. Das war... Junge, meine Stimme ist jetzt gerade komplett gefickt. Merkt ihr das eigentlich? Hier vorne war nämlich... Ja, hier bei der Tür bin ich gestorben. Er war draußen. Und der Geist hat mich geholt. Toll, oder? Und ich weiß honestly auch nicht gerade, was mit meiner Stimme los ist. Wie dass die so kratzig ist gerade. Aber naja, ist halt jetzt einfach so. Müssen wir jetzt damit leben. Erstmal kurz. Ich mache übrigens alles erstmal kurz ins Wohnzimmer. Oder, ja, ich denke, das ist das Wohnzimmer. Und dann werden wir wieder den Haus erstmal durchsuchen nach EMF-Spuren. Ich glaube, es ist eine ganz gute Taktik, immer zuerst EMF... Dann mit dem Sprachdings, dann mit dem Schwarzlicht. Und dann, ja, kann man eigentlich nur hoffen, bis man endlich ein Zeichen findet. Okay, wie gesagt, zuerst gehen wir mit dem EMF-Reader überall durch. Und checken mal, ob wir irgendwo einen Ausschlag haben. Okay, Leute, gerade ist im ganzen Haus kein EMF-Ausschlag. Übrigens, warte mal. Kann ich hier mal was zeigen? Ich habe hier meinen eigenen EMF-Reader. Guck mal. Zuerst springt er so zweimal auf. Und jetzt, wenn ich, glaube ich, warte mal. Wenn ich an die Kamera gehe, sollte der hoch. Nee, warte mal. Geht ja an. Beim PC ist er jetzt zum Beispiel sogar bei 4 schon. Okay. Ist das beim Mikrofon was? Nee. Komplett dumm. Aber das ist auf jeden Fall ganz interessant. Er ist halt einfach schwarz, nicht weiß wie im Spiel, aber egal. Ansonsten habe ich auch noch so eine Taschenlampe. Diese, ja doch, man sieht ja nicht so reinleuchte. Schwarzleicht. Okay, genau. Jetzt bin ich blind. Was schreibt mir denn jetzt? Also, Klassenchat. Kennt ihr das? Finde ich übel nervig. Gut für Hausaufgaben oder so, wenn man die mal vergisst, ist das eigentlich ganz nice. Oh, MF3. Da ist ein PC in der Nähe. Okay. Lol.
Da ist einfach ein Bild runtergefallen. Okay, das passt hier, weil wir hier haben wir schon das Buch und alles. Dann stelle ich hier kurz die Kamera auf, hier vorne. Das hatten wir, glaube ich, auch so beim ersten Mal, oder? Beim ersten Mal in diesem Horror. Dann haben wir den ganzen Raum so ein bisschen im Überblick. Dann versuche ich jetzt, das Buch ist ja auch schon hier. Versuche jetzt mal ein bisschen zu sprechen. Kannst du mich hören? Wie heißt du? Wo bist du? Okay, irgendwie mögen mich einfach alle nicht. Die wollen alle nicht mit mir talken. Ich weiß nicht wieso. Okay, Fingerabdrücke sind hier aber auch noch keine. Hier eine Scheibe. Ich gehe jetzt mal in den Van und gucke, ob ich maybe Dings finde. Geisterorb, Kügelchen. Alter, ich dachte gerade, was ist das denn für ein Wesen? Aber es war nur das Dreirad. Ja, Lolli. Mehr Zeit zu warten hier im Van. Ich gucke jetzt mal noch ein bisschen, ob wir irgendwas sehen hier irgendwo. Und ansonsten werden wir einfach wieder reingehen. Ich meine, was soll ich denn sonst machen? Okay, Leute, ich habe keinen Bock mehr zu warten. Ich glaube, da passiert eh nichts. Wir gehen jetzt wieder rein. Ich meine, die Sanity ist noch bei 70%. Dann gucke ich jetzt mal noch, ob wir vielleicht einen krasseren EMF-Ausschlag noch finden. Und ansonsten, was soll ich ansonsten noch machen? Ich kann gar nichts mehr machen. Okay, Leute, das Licht ist aus, merke ich gerade. Das heißt, wir können einfach kurz in den Keller gehen. Ist ja auch überhaupt nicht gruselig oder so. Okay, Leute, ich habe gerade Steps gehört. Wir gehen jetzt zusammen runter in den Keller und gucken mal um diese Ecke, ob wir irgendwas finden. Oh, da ist nichts. Mann, ich kann das nicht. Ich kann die Stimmung nicht ernst behalten. Das habe ich hier irgendwo. Alter, ich höre die ganze Türen. Hä, ist hier nirgendwo so ein Stromdings? Oh, der war in der Garage. Ich bin auch dumm. Ich opfer mich hier einfach. Also, wisst ihr, bringt mich in Gefahr. Und für nichts eigentlich. Nur für euch. Deswegen lasst ein Like oder ein Abo da. Machen wir den wieder ran. Okay, da liegt wieder eine Tasse herum. Oh, jetzt ist hier 3. Hier ist 2. In der Küche ist 3. Safe wegen der Mikrowelle hier. Okay, dann ist er jetzt schon mal in der Küche her. Der läuft die ganze Zeit herum. Okay, warte mal. Ist es immer noch hier? Oh, es ist sogar 4. Okay, ich knall das mal hier hin und hol mal den Rest. Und diese Tür machen wir mal zu zum Keller, Alter. Wow, ganz ruhig, Alter. Scheiße. Oh Gott. Okay, jetzt geht er wieder los. Aber ist nur auf 4. Okay, ich knall hier mal noch die Kamera hin. Dann hol ich mal noch. Oh ne. Ah, ist noch offen. Okay, dann hol ich jetzt mal noch den Fotoapparat hier. Bin einfach schon hier. Und hier dieses Schwarzlicht. Dann können wir nochmal an den Scheiben gucken, ob wir was finden. Okay, Leute, ich gehe jetzt nochmal kurz in den Van. Dann können wir nochmal gucken, ob wir vielleicht irgendwie einen Geisterorb sehen. Aber ich würde jetzt mal vermuten, EMF-Ausschlag können wir dazu nehmen. Denn es war EMF Stufe 4. Und klar, es ist noch nicht 5, aber wahrscheinlich würde es auch 5 sein. Oder könnte es auch 5 sein. Okay, ich beobachte jetzt hier und trage das jetzt erstmal noch ein. Da war ein Geisterorb. Okay, nice. Ich glaube, der EMF-Reader schlägt auch gerade wieder aus, oder? Ich glaube schon. Okay, sicher mal Geisterorb haben wir. Dann machen wir jetzt mal provisorisch MF5. Ich will eigentlich nicht reingehen. Ich will warten, bis er entweder ins Buch schreibt. Oh, das Licht flackert, oder? Nee. Meine Sanity ist halt auch noch bei 40%. Wir haben erst einen festen Beweis. Ja, egal. Ich muss noch mal rein. Ich habe keine andere Wahl. Och, Mann, Leute. Okay, Leute, ich nehme jetzt mal noch das Sprechding hier mit. Die Sprachbox, oder wie die heißt. Damit wir noch mal ein bisschen reden können. Vielleicht traut er sich ja jetzt mit uns zu sprechen. Face to face, you know. Kannst du mich hören? Wieso? Wie heißt du? Was ist dein Name? What's your name? Hallo? Okay, aber er hat ja vorhin obviously mit uns geredet, von daher ist das ja eigentlich safe. Boah, ich habe aber noch ein Foto gemacht, oder? Nein, ich habe es nicht eingetragen. Lol. Geisterbox. Es ist ein Djinn. Ich sage, es ist ein Djinn. Lol. Alter. Bruder, wie einfach die Tür aufgegangen ist. Das war ja wilde. Will. Das war ja wild, Alter. Wie einfach die. Oh Gott, Junge. Es war wirklich ein Djinn. Okay. Ich will jetzt mal gucken, ob ich hier auf. Es gab gar kein Geisterereignis. Ja, wahrscheinlich. Komm, wie soll ich das schaffen? Okay, ich gucke jetzt nochmal kurz. Wo war das Foto hier? Das war hier. Man erkennt wirklich einfach gar nichts. Nur die offene Tür. Okay, Leute, dann würde ich sagen, das war's mit dieser Folge. Oder diesen... Ja, es ist eine Folge, aber zweimal in zwei Häusern. Also, ja. Ihr wisst, was ich meine. Das war's mit dieser Folge, fast bevor wir Abo und Like natürlich nicht vergessen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.